Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Ist nur eine. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Da ist noch eine. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay. Das kriegen wir bestimmt hin. Achte auf ihn. Schleiche nicht so rum. Das war der letzte. Weiter geht's. So. An den Wächtern vorbei. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay. Boah, der hat so einen coolen Bogen. Den hätte ich ja auch gern, aber ich glaube, das kommt später noch. Hier runter? Wach auf. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er trainiert. Das ist der Kleine. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Bist du nicht auch ein Narr, alter Mann? Ist es nicht manchmal gut, ein Narr zu sein? Oh, warte kurz. Hier ist Reinholz. Reinholz Messner. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ja, warte kurz. Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Okay. Gar kein Problem, das ist wieder hohes Gras. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, genau so. Ich bin ein einfacher Mann, ich sehe das Symbol, ich sammle alles auf. Die reichen. Folgt mir. Warte, hier sind noch welche. Hier sind überall Steine. Ich muss die alle... Warte auf mich, ich musste sammeln. Ich weiß, hier links ist noch was. Ich lasse es schweren Herzens liegen, aber sonst haut er einfach ab. Meine Füße sind noch so tapsig. Ich komme nicht so schnell hinterher. Aloy, hier drüben. Ja. Da ist die Herde. Ja. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Wo bist du denn?
Aloy, wirf einen Stein zu mir. So. Ja, ich versuch's. Er will nicht. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. So, jetzt. Ah, ist so. Ich hab die ganze L2 gedrückt, ich Idiot. So. Jetzt ist es sicher. Aber das arme Ding. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Halt mir eine zerstörte Maschine. Okay, Metallscherben und Draht. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Ich sammle alles, was ich sehe, auch Steine. Von den Pflanzen da drüben. Das kann natürlich jede Pflanze sein. Da hinten ist die Herde, die will ich nicht aufscheuchen. Hier, so. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Ja. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Keine Steine? Warum denn Metallscherben? So, halt L1 gedrückt. Und jetzt wähle mit R aus und herstellen. Gut. So. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Okay. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Ich folge. Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Entschuldigung. Schlimmer. Hier. Duck dich ins Gras. Und sei leise. Das mache ich doch gerade schon. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Na, schauen wir doch mal. Scanne den Läufer. Aha, Körper. Identifiziere die Schwachstelle R2 zu markieren. Habe ich markiert? Ah, ach, da oben ist die Markierung. Ich habe nicht gesehen, diesen kleinen Pfeil. Okay, die markiere ich mal weg. Okay, wo hat die ihren Schwachstellen? Drücke R3, um abzuschalten. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Oh doch. Jetzt erledige den Läufer. Ziel aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Okay. Vollständig gespannt ist der Bogen viel präziser. Nochmal! Nochmal! Das ging schnell. Du warst gut heute. Aber du hast noch viel zu lernen. Ja, klar. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Ich bin ja auch noch klein. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfann. Komm, Aloy, schnell. Okay, du voraus. Aber der sah so fit aus und der ist doch wesentlich trainierter als wir. Wir sind doch nur ein kleines Mädchen. Was heißt denn nur? Ich hätte auch sagen können, wir sind ein kleiner Junge. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich meine, der war schon trainiert. Der war, wie alt war der? Der war bestimmt schon volljährig. Mit meinen kleinen Tapsefüßen komme ich hier nicht so schnell hinterher. Wie Onkel Rost, der hier am Voransprinten ist. Und vor allen Dingen machen wir gerade eine Menge Lärm. Oh mein. Was ist passiert? Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Aber wir können zusammen was tun. Wenn ich schieße,
würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Schleiche dich zum fetzen Jungen. R1, unseren Patrouillenweg zu markieren. Schatz. Spannend. Ich muss das langsam machen und leise. Sie dürfen mich nicht sehen. Das ist richtig. Eine Maus. Die scanne ich. Die kann ich wirklich scannen. Okay, da ist noch ein Wächter. Muss ich hier alle berücksichtigen oder nur die Wächter? Das weiß ich natürlich nicht. So, ich hoffe, da hinten sieht uns keiner. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. Wenn er zurückgeht, gehe ich weiter in das nächste, in den nächsten Busch. Nein, das pflanze ich. Ich wollte gerade wieder looten. Was ist los mit mir? Okay, hier haben wir noch so. Da müssen wir rüber durchs Wasser. Das wird ein bisschen kniffliger, glaube ich. Da guckt er darum. Alles klar, wir warten. Sieht er uns denn, wenn er hinter dem... Ne, geht er jetzt hinter dem Gras lang oder vor dem Gras? Ich muss sehen, wo sie hingeht. Das tust du ja schon. Fast geschafft. So, da ist er. Alles klar, wir warten noch kurz. Er kommt gleich wieder rum. Latschen hier noch rum. Das war's. Das war's. Wollte mich nur mal kurz umdrehen und gucken. Da ist er. Warum ist er jetzt jetzt ist er voll gerannt, der Drecksack. Warum? Okay, wir warten noch kurz. Schleiche dich zum verletzten Jungen, das machen wir. Er wird uns wahrscheinlich sowieso nicht sehen hier hinter dem Gras. Er bleibt jetzt aber auch da, ne? Mir.
Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Das wirst du sehen. Okay, wir warten noch kurz, bis der hier seine Runde... Ist er hinter uns im Busch? Gut. Zeit. Komm ran, Junge, komm ran. So, er geht jetzt hier lang und sobald er umdreht, sind wir, glaube ich, safe. Zum Glück hat er eine längere Strecke. Ah, alles klar. Der hat aber auch nicht mehr nach Tepp gesucht, ne? Bringe den Jungen in Sicherheit. Ich glaube, das dürfte es dann gewesen sein. Ja. Nicht sauer sein. Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Vielleicht. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen. Wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle hm, dann stellt sich Aloy der Herausforderung direkt. Wähle hm, dann nutzt Aloy ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz, dann bekundet Aloy ihr Mitgefühl oder verleiht ihren Ziel auf seinen Kopf. Schlag ihm den Stein aus der Hand. Lass deinen Stein fallen. Ganz ehrlich, ich will nicht so sein wie die. Ich will nicht so sein wie die. Ziel auf seinen Kopf ist bestimmt lustig, lalala. Aber nein, ich möchte nicht so sein wie die Kleinen da oben. Stopp! Wir sehen uns später wieder. Blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal.
Wie funktioniert es? Sag es mir! Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Oh, du wirst gewinnen. Ich mache mir gar keine Sorgen. Du wirst so gewinnen. Vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Stufe 3 erreicht. Ich hab nichts gemacht. Und das Problem ist, sie hat gerade so cool gekämpft im Dingens, in dieser Sequenz. Sie hat jahrelang Training gehabt, ich aber nicht. Bei mir wird das nicht so gut aussehen wie bei ihr gerade. So, stiller Schlag. Drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Das nehme ich auf jeden Fall. Kann ich das? 3 Punkte haben wir. Fertigkeit erlernen. So, das haben wir. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Das würde ich auch gerne nehmen. Ich würde es gerne so viele nehmen. Stille Landung. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos. Macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Aha. Konzentration. Verwende beim Zielen. R3, um die Zeit zu verlangsamen. Auch cool. Kritischer Treffer. Drücke R1, weil ein Angriff der Gegner am Boden stark schädigt. Präzision, leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung. Bauteile ab, Lockruf. Locke mit im Werkzeugmenü einen Gegner zu deiner Position. Heiler, schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Finder, zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Und die stille Landung, vielleicht auch ganz cool. Aber ich glaube, ich nehme erstmal beim Zielen R3, oder? Oder vielleicht werden wir das bald brauchen, ich weiß es nicht. Zack. Kosten 1, was kommt da eigentlich noch alles?
Schlag von oben. Drücke R1, um lautlos zu landen und kleine Maschinenmenschen zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Wups. Boah, cool. Schlag von unten. Auch sehr, sehr geil. Und wir können hier bei den Videos schon mal sehen, was uns so ein bisschen erwartet. Anführerschlag. Drücke R1, um menschliche, mächtige und Elite-Gegner lautlos zu erledigen. Wir sehen bei den Videos schon alles, was später noch so ein bisschen kommt. Das sind ja Videos aus dem Spiel. Das heißt, wir sehen schon so ein bisschen, was noch alles auf uns zukommen wird. Zielbalance. Verwende beim Balancieren auf Seilen Fernkampfwaffen. Klaro! Starker Schlag, 15% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Starker Schlag, plus 30% mehr Schaden. Was haben wir hier noch? Unauffällig. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Ich glaube, da werde ich viel nehmen von dem Verstecken und sowas. Ausweichtalent. Oh, cool. Halte Hüpf für eine lange Ausweichrolle gedrückt oder drücke Hüpf für eine kurze Ausweichrolle. Stiller Sprint. Du sprintest leise, dass dich deine nahen Feinde nicht so schnell bemerken. Okay, bewege dich mit schweren Waffen schneller. Das würde mir auch sehr gut gefallen. Konzentration plus erhöht die maximale Dauer. Schnellladen, schnelleres Nachladen. Also, wir werden noch eine Menge kriegen. Was ist das denn hier alles? Das wird noch interessant. Sammler. Wir machen erstmal Jäger. Krieger finde ich auch interessant. Stark schädigt. Leichte Sperrangriffe, Konzentration, Zeit verlangsamt. Ich nehme erstmal die stille Landung. So, dann haben wir das erstmal. Den Rest gucken wir uns später natürlich an. Wir müssen jetzt nicht alles sofort durchgehen. Dein Speer kann mit R1 Maschinenteile abschlagen. Probiere es. Okay, können wir die mitnehmen? Nee, ist ja nur Holz. So. Was ist hier passiert? Schnellspeicherung. Achso, ich dachte, wir können jetzt vielleicht checken, wie warm das Feuer noch ist oder sowas. So ein bisschen Pfadfindermäßig. So, heilende Kräuter hat sie gar nicht dabei. Das halte ich für ein bisschen unachtsam. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Wenn ich das wüsste. Du, wenn ich das wüsste. So. Okay, hier nochmal ein paar Beeren. Ich halte sie in Ehren, doch pflücke ich die Beeren. Was macht er hier oben? Ach, da steht er. Oh Gott. Ich dachte schon, mir ist was passiert. Steht da einfach nur rum. Ich dachte, was ist mit ihm los? Ich dachte, mir ist was passiert. So. Oh, cool. Rust. Aloy, du bist hier. Natürlich. Gut, dass ich Spuren lesen kann. Ist alles in Ordnung? Was soll die Verzögerung? Ja, hier. Müssen wir dringend fragen. Warum steht er denn hier? Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Oh, oh. Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Oh, oh. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Okay, ist sonst noch etwas mit... Ja, das würde ich halt gerne wissen. Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grater folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Na gut. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber.
Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Okay. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor.